Jo Leute, endlich gibt es wieder eine neue Folge von meinem Haltungsbericht der Messa Capitatus Kolonie. Ja Leute, ich weiß, es war jetzt wirklich eine verdammt lange Zeit, eine riesengroße Pause dazwischen und es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Was kann ich zu meiner Verteidigung sagen? Zum einen bin ich umgezogen, ich wohne jetzt unter anderem in einem eigenen Haus mit Garten, mit Benutzung und so und habe dementsprechend jetzt einfach das letzte Stück vom Jahr und das neue Stück vom neuen Jahr eben mit verdammt viel anderer Arbeit verbracht und hatte leider einfach keine Zeit für ein Video. Unter anderem habe ich eben auch gewartet, bis die Capitatus, also bis ich umgezogen bin, damit ich den Capitatus jetzt die Arena anbieten kann. Wie ihr seht, sie haben jetzt das alte Aquarium der Messa Barbaros Kolonie neu eingerichtet. Mittlerweile zum dritten Mal eingerichtet, denn irgendwie haben sie mich ein bisschen verarscht. Ja, das erste Mal, weiß ich gar nicht. Das erste Mal, glaube ich, habe ich so dunkel den Bodengrund erwischt. Dann habe ich die Ameisen fast nicht mehr gesehen. Dann habe ich hellen Aquarienkies raufgemacht. Das war dann fast... Dann habe ich wieder neuen Sand-Lehm-Gemisch gemacht. Das war dann irgendwie trotzdem noch zu feucht, obwohl ich sie 2 Tage getrocknet lassen habe, das Ganze. Und da haben sie sich dann eingebuddelt. Naja, jetzt habe ich es so gemacht, dass ich da unten fette Kieselsteine gemacht habe, drauf eine Schicht Schotter oder Rollsplitt oder wie man das sagt bei euch in Deutschland und oben bei eben Sand-Lehm-Gemisch. Da haben sie auch schon versucht zu graben, wie ihr seht, aber sie kommen nicht weit. Dort unten ist nichts vorhanden, was hier irgendwie für ein Nest von Vorteil sein kann. So, wie ihr seht, im Grunde ist es ganz normal eingerichtet. Wasserreagenzglas, so ein bisschen Deko, so eine Wüstenpflanze, die sich hauptsächlich über die Luftfeuchtigkeit bewässert, das natürlich irrsinnig cool ist. Und ich habe den Eingang jetzt weggemacht, weil ich so ein bisschen besser kontrollieren kann, was die Damen da machen. Diese Wespenkönigin ist mir leider Gottes eingegangen. Die habe ich aufgefunden, habe ich ihnen reingegeben. Ja, schauen wir mal, ob sie es mögen. Die startet erstaunlich gut. Also wir sind jetzt bei ungefähr 300 plus, würde ich sagen. Könnten aber auch mehr sein. Wir gucken jetzt einfach noch schnell in die Kolonie rein. Und wie ihr seht, hier ist großes, schon ziemlich viel Gewusel und auch einiges am Brut. Mit auch alles, was dabei ist. Puppen, Larven, irgendwo sind Eier. Alles, was das Herz begehrt. Das Nest ist jetzt immer noch... ihr seht eigentlich nur ein Viertel belegt, der Rest sind so ein bisschen Körner und oben wäre immer noch die ganze andere Hälfte frei. Und da schauen wir einfach, das lasse ich sie dann, wenn sie dann genug sind, dürfen sie dann da rein. Ihr seht also, hier geht ordentlich was ab. Ich schaue mal, ob ich das Ganze noch ein bisschen näher zusammenkriege hier. Die Technik, mein üblicher Feind hier, aber ich glaube, man kann ganz gut was erkennen. Hier Eierpakete, genau wie es sein soll. Irgendwo habe ich auch Major-Puppen gefunden, aber ich glaube, die sind jetzt irgendwie versteckt. Die könnte ich euch sonst das nächste Mal filmen. So, ja, wie schon gesagt, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, dass ich bald wieder ein neues Video machen kann und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke Leute, tschüss!